Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3, die Farmies. So, ich habe umdekoriert. Tada! Ja, denn der erste Advent ist schon rum. Dementsprechend beginnt nun wirklich die Vorweihnachtszeit. Und da muss ich einfach ein bisschen Weihnachtsdeko hier in unsere schöne Farmie-Familie tun, damit wir einfach auch hier ein bisschen Weihnachtsstimmung im Spiel haben. Und ich persönlich finde das doch ganz schick. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. So, ich weiß gar nicht, gibt es hier eigentlich auch so einen Sender wie bei Sims 4 mit so Weihnachtsliedern? Umschalten auf. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, sowas gibt es hier gar nicht. Nee, sowas gibt es hier nicht. Schade. So ein bisschen Weihnachtsmusik, das wäre jetzt noch so richtig cool gewesen. Ich könnte ein bisschen Klassik reinmachen, aber komm, wir machen mal ein bisschen Country rein, ey. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde auf jeden Fall hier Maggie und Jill erstmal hier hinsetzen. Und dann sollen die sich gefälligst mal wieder ein bisschen näher kommen. Also jetzt nicht so nah, dass sie dann zusammenkommen, sondern halt eben, dass sie wieder Freunde werden. So, und ich habe den Kommentar direkt mal erfüllt, den Kommentarwunsch, den ich bekommen habe von, ich glaube, Julie Milkshake. Ich glaube, so hieß sie. Sie hatte mir nämlich geschrieben, Mensch, Shiva, du könntest doch so einen Stall mit so einer, ja, hier so einen Dachboden auf dem Stall sozusagen machen, so eine weitere Etage, dann wäre das auch nicht so komplett ungenutzt und da könnte ich das ganze Heu reinstellen. Habe ich auch ganz viel reingemacht. Außerdem habe ich diesen lustigen Busch da reingestellt, weil da kann man nämlich ein Techtelmechtel drin machen. Und das fand ich dann sehr, sehr cool. So, und jetzt sind natürlich die beiden hier, die sitzen natürlich überhaupt nicht da, wo sie sitzen sollen. Deswegen setzen wir sie jetzt nochmal dahin. Weil ich möchte, dass sie da jetzt wirklich so ein bisschen Zeit für sich, ne? Und wenn der nicht bald mal nach Hause geht, hier dieser Shinhan, dann wird der nämlich hier auf meinem Grundstück sterben. Das finde ich gar nicht lustig. Maggie, dein Telefon, das klingelt die ganze Zeit. Wir gehen mal eben ran. So, und dann wollen wir hier direkt mal ein bisschen Lust zu reden. Ja, doch. So, dann möchten wir direkt mal hier so ein bisschen in Erinnerung schwelgen mit Maggie und vielleicht ein bisschen plaudern und sowas, ne? Und naja, sie ist so traurig. Schlecht über Edwin werden wir auch noch reden. So, und du musst jetzt leider wieder aufhören. Es tut mir ja leid. Heute haben wir dafür keine Zeit. Ich habe mir jetzt wirklich fest vorgenommen, dass ich auf jeden Fall die Beziehung zu diesen beiden hier ein bisschen aufbauen möchte, dass das wieder ein bisschen besser wird. Dementsprechend müssen wir da jetzt mal wirklich das Ganze in Angriff nehmen. Und ja, das mache ich jetzt. So, hier, Kissenschlacht. Komm, das machen wir auch. Kissenschlacht finden die immer ganz lustig. Und dann werden wir nochmal schlecht über Edwin reden. Nee. Und eine Schneeballschlacht wäre auch ganz cool. Könnten wir auch machen. So, hier, sie möchte Amy bürsten. Das ist ja auch gut. Wie sieht es bei Sam aus mit den Punkten? Ah, wir sind noch nicht sehr weit, ne? Aber das kommt noch. Wir schaffen das. So, ich hoffe echt, die beiden freunden sich jetzt hier wieder an, weil leider sind die gar nicht mehr befreundet. Das finde ich total furchtbar. Was ist jetzt passiert? Anscheinend hat da was nicht geklappt. Und deswegen wird direkt mal alles wieder zurückgesetzt. Über Dunkelkammern palavern. Ja, machen wir das mal. Reden wir mal über die Dunkelkammer, aber irgendwie muss ich bei dem Wort Dunkelkammer jetzt immer an Life is Strange denken, das ist voll schlimm. So, von Tieren werden wir auch noch schwärmen und dann möchte ich noch schlecht über Edwin reden und dann wollten wir eigentlich eine Kissenschlacht machen, aber wir könnten ja auch fragen, ob sie zusammen mit uns einen Schneemann bauen möchte. Oh, unsere süße kleine Sarah ist am Schlafen. Sehr schön. Oh Gott, wie sie die Lippe dabei so hochzieht. Oh, der Edwin, ey, der ist voll böse.
Ah, guck mal, es wird schon besser. Der grüne Balken kommt immer weiter hoch. Das finde ich sehr gut. Jetzt werden wir erstmal einen Schneemann zusammenbauen. Yay, lass uns doch einen Schneemann zusammenbauen, oder nicht? Oh Gott, wieso geht das denn jetzt nicht? Wartet, ich mache das direkt nochmal. Oder geht's doch? Nee, 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 nee. Nee, 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 nicht Heu verteilen. Hier, Schneemann bauen und so. Vielleicht hat es nicht genug geschneit. Hier, wir reden mal eben mit ihr über Katzen. Katzen sind toll. So. Also irgendwie... Wasserbombenschlacht beginnen. Aber es schneit doch draußen. Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Ist wieder einer von uns gegangen. Sumi hat eine Frucht des Lebens gegessen. Okay, das ist doch okay. Wartet. Hier, ich muss hier weitermachen. Hm, komm, wir spielen mal Stein, Schere und Papier. Aber da ist was anderes passiert, ne? Aber ich weiß nicht was. Was auch immer. Irgendwas ist passiert. So, in Erinnerung schwelgen machen wir auch noch weiterhin. Kissenschlacht. Hier, Schneeballschlacht. So, dann machen wir das halt. Damit das hier wieder schön hochgeht. Oh oh. Was hat unsere Kleine? Ach, sie hat schon wieder Sozial und Hunger. Da kommt eine Schneeballschlacht. Das wird ja wohl noch drin sein. Das macht ihr ganz toll. Ach Gott, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass die beiden sich wieder verstehen. Und dann kümmere ich mich so ein bisschen um die anderen. Die sind ja ganz gut drauf hier, ne? Also die Hunde verstehen sich alle super. Die sind alle Best Friends hier sozusagen. Ich müsste eigentlich mal so einen dritten Futternapf da hinstellen. Einer guckt immer in die Röhre, wenn die hier essen wollen zu dritt. So, die Pferdchen verstehen sich auch alle sehr gut. Hä? Milan, stehst du da rum? Hey, vor wem versteckst du dich? So, gut, okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal direkt mal Pflegen. Bei Milan. Weil nämlich unsere... Ja, soll es nicht immer das Heu verteilen gehen. Hier, unsere süße Kleine ist am Weinen. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen kuscheln und spielen und kuscheln. Und dann geht es ihr auch bald besser. So, Milan wird erstmal geschrubbt und gestriegelt. Und dann rufen wir hier den Zahn an. Und laden ihn mal zu uns ein. Sobald unser Pferd wieder schön sauber ist. Und wenn unser Pferd dann schön sauber ist, dann versuchen wir mit dem Zahn da ein Baby zu machen. Weil das wurde mir nämlich auch geschrieben. Ach ja, ich habe auch ganz vergessen, euch zu zeigen. Ich habe die Mukus hier aufgestellt. Oh, Xumia hat gerade ein Fohlen zur Welt gebracht. So schnell? Wie möchtest du ihn nennen? Oh Gott. Ja, bleiben wir erstmal beim Meteor. Ihr könnt mir da gerne wieder einen Namen schreiben. Aber schreibt mir bitte nicht immer so viele Namen. Schreibt mir am besten jeder nur einen Namen. Huch, was ist jetzt passiert? Ach so. Klar, ich komme gleich mal rüber. Ja, das ist das Fohlen. Da ist es. Oh, sie hat es sogar im Stall zur Welt gebracht. Oh, das freut mich so. Und wetten, das erste Trinken, das funktioniert jetzt wieder nicht. Ja, schon gar nicht, wenn sie da jetzt hinmacht. Naja. So, also der Typ wollte rüberkommen, hat er gesagt. Ich gehe mal eben die Kühe füttern. Füttern? Mit Gemüse füttern natürlich. Wir füttern die Kühe doch nicht mit Schokolade. Das kann doch gar nicht gut sein, wenn wir das machen, oder? So, und was ist mit der Kleinen? Ich glaube, die ist wieder alles wieder gut, ne? So, Meteor wurde zum ersten Mal von seiner Mutter gesäugt. Das hat sogar funktioniert. Ich fasse es ja nicht. Aber da müssen wir erstmal hier das kleine Begutachten gehen hier. Ein bisschen Hand beschnüffeln und sowas, ne? Und ein bisschen bürsten. Jill hat ja gerade nichts Besseres zu tun. Da kann sie da ruhig mitmachen. So, jetzt haben wir natürlich das verpasst, wie wir da die Kühe gefüttert haben. Wo bleibt denn der Typ, sagt mal? Ist der schon wieder weg? Also den Typen da ranzukriegen, ey.
Das ist eine einzige Katastrophe. Kühe melken. Ja, das mache ich jetzt nicht. Das wollte ich. Ich wollte den hier einladen. Was ist denn los? Oder hat er wieder gesagt, mir ist was dazwischen gekommen? Der ist nicht da. Klar, ich komme mal rüber. Ja, dann komm mal auch. Ich warte jetzt, bis der kommt. Ah, da? Ich glaube, da kommt er. Da kommt er rangetrabt. Direkt mal über Kälte reden mit ihm. So. Freundlich. Nein, wir wollen ihn nicht begrüßen, müssen wir machen. Begrüßen. Wir begrüßen ihn. So. Ach Gott, wir haben es geschafft. Er ist da. Maggie. Da ist er doch. Jetzt, nein, jetzt renn doch nicht schon wieder weg. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Was ist los mit den scheiß Sims hier? Hey, das macht mich so fertig, dass sie ständig wieder abhauen müssen. Das bringt mich noch ins Grab. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss den hier mal falsch andersrum stellen, den Stall. Ich glaube, ich stelle den Stall mal so rum. Nee. So rum. Nee. So stand er ja gerade. So rum. So rum. Hä? Wie rum denn jetzt? Stell ich ihn doch so rum. Ist egal. Mein Gott. Nein, ich möchte da nichts annehmen. Ich möchte jetzt nur noch den Typen anrufen und sagen, der kommt vorbei, ey. Kann ja nicht wahr sein. Der kommt hier hin und rennt wieder weg. Was ist los mit dem Kerl? Tut mir leid, ich habe keine besondere Lust, drüber zu kommen. Woher kommt das ganze Geld? Na, ich weiß es schon wieder nicht. Egal, Maggie, dann geh die Kuh melken. Milch erhalten. Ich rufe den gleich aber nochmal an. Irgendwas. Irgendwie. Ach so, du kaufst da gerade fleißig ein, wa? Oder klaust du von mir? Kaufst du da fleißig ein? Jean-Pierre? Ich verstehe das nicht. Was ist nun mit den Männern los? Vielleicht sollte ich doch den anderen einladen. Hier, den da. Lade ich den ein. Vielleicht will der ja kommen. Du bist eine dicke Kuh. Eine sehr dicke Kuh bist du. Wo willst du denn hin? Wieso läufst du denn weg? Da ist sie wieder. Ist sie jetzt gemolken oder was? Nö. Jetzt aber. Na? Komm, Maggie, du schaffst das. Der Eimer versinkt im Schnee. Das gibt gefrorene Milch, sage ich euch. Toll, eine Pulle Milch haben wir dadurch bekommen. So, jetzt rufen wir noch mal den Typen an. Entweder der hat jetzt Bock oder er kann nach Hause gehen. Und dann rufe ich nämlich den anderen hier an, den Jonas Ingberg. Findest du nicht, dass es schon etwas spät ist? Bitte ruf mich nicht mehr. Oh, es ist zu spät. Wieso ist denn schon wieder 0 Uhr? Ey, ich fasse das manchmal nicht. So, dann gehe ich halt jetzt hier rein. Ja, ich weiß, es ist zu spät. Ach komm. Ich wollte dich ja einladen, aber du hast ja keinen Bock auf mich. Was soll ich denn da machen? So, Intensität. Aufhellen. Dieses Licht. So, hier. Wisst ihr was? Ihr könnt jetzt hier wieder zusammen quatschen. Komm, wir fragen sie mal nach ihrem Tag. Na, Maggie, wieder, wie war dein Tag? Oh, grässlich. Keiner wollte mich besuchen kommen. Das ist furchtbar. Ständig darf ich den Männern hier hinterherrennen. Das ist echt schrecklich. Maggie! Oh, Alte! Grrr. Also irgendwann stelle ich diese, dass sie das automatisch machen, auf Minimum ein, ganz ehrlich. Weil es mir tierisch auf die Nerven geht, dass ich hier ständig alles Mögliche wieder wegklicken darf, damit die endlich mal hier was machen. So, lustig. Witz über die Arbeit machen, komm. Dann, ein bisschen Chaka. Chaka machen wir auch. Nach Tag fragen. Und eine Geschichte erzählen wir auch noch. Und über Hunde reden wir noch, denn Hunde sind auch toll.
von Tieren schwärmen. So, schlecht über Edwin nochmal reden. Ach, na, immerhin steigt das bei den beiden. Ihr Schalke! Oh, was ist mit Meteor los? Wie, wo ist meine Mami? Deine Mami ist da, geh doch da rein. So. Geht da rein? Machst du da, Haya? Ja, kein Problem. Ah, schaut mal. So langsam steigt das richtig. Das ist doch gut. Dann sind wenigstens die beiden Gerüchte aus der Welt schaffen. Das machen wir auch noch. Dann sind wenigstens die beiden gleich unglaublich toll. Du gehst jetzt da nicht aufs Klo. Du kannst da unten aufs Klo. Da oben meine ich. Hier kannst du aufs Klo. So, unserer Kleinen geht's auch noch gut. Noch. Nicht mehr allzu lange. Oh Gott, wie das hier mal aussieht, ey. Das ist so furchtbar. So, Sam, wann kriegst du... Ach, toll, da war gerade ein neuer Wunsch, ne? Toll, ich habe ihn verpasst. Ach Mensch, Amy hat hier alles voll mit Wünschen, aber Sam kriegt sie irgendwie nicht gebacken. Oh, ist das süß. Schaut mal. Wie er da so am Träumen ist. Wieso habe ich eigentlich keine Musik? Ist mir jetzt erst aufgefallen, ne? Ich habe doch Country angemacht. Vielleicht gibt es gar keine Country-Musik bei mir. Dann machen wir Pop wieder an. Sehr gut. So. Oh, in der Stadt wird davon geredet, dass Maggie Foster aufgrund ihrer neuesten Errungenschaften höheres Ansehen genießt. Aha. Ach, das noch. Nur weil die beiden jetzt hier wieder miteinander klarkommen, ja? So, wir fragen noch Maggie nach ihrem Alter, obwohl wir das eigentlich wissen. Aber wir machen das trotzdem. Hm, über Hunde noch mal reden. Wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel hier freundschaftlich umarmen. Das ist doch schon mal gut. Hoffentlich machen sie das. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die Gerüchte so ein Eigenleben entwickeln würden, Jill. Du hast was gut. Gut mir. Du hast was gut mir. Okay. Klar, vergleichen wir unser Alter. Ich bin 2 Tage jünger als du. So, Flasche geben. Windel wechseln. Nee, das machen wir nicht so. Das machen wir dann hier schön am Wickeltisch. So. Was ist jetzt? Freund verloren? Ach so. Hier, wahrscheinlich den Typen da, ne? Ja, ich werde den nochmal anrufen. Obwohl, es ist ja eh schon zu spät. Ja gut, dann werden wir halt ins Bett gehen. Ah, wir sind wieder Freunde. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ich glaube, wir sind wieder Freunde. Ah, oh, Gott sei Dank. Das ist schon mal gerettet. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir zu unserer Tochter eine Freundschaft aufbauen. So. Und dass wir das hier mal vielleicht aufräumen. Das wäre auch mal ganz praktisch. Ein Frühstück machen wir dann noch. So, einmal füttern, dann baden, Flasche geben, knuddeln, liebkosen, herzlich sein. Ach, es ist so süß. Und direkt wieder schreien. Erst ist sie glücklich und dann ist sie wieder am Wein. Oh, guck mal. Oh Gott. Das arme Kind. Es geht im Blubberbläschen unter. Eieieiei. So, was machen wir jetzt? Kuscheln. Genau, kuscheln, spielen. Absetzen. Du hast die Eier so lange nicht eingesammelt, dass daraus Küken geschlüpft sind. Stelle sicher, dass sie alle die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie brauchen. Oh nein, Sarah ins Bett legen. Nein, 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 nein. Wartet, wartet, wartet. Das müssen wir dann gleich hier mit Maggie mal machen. Wartet. Guck mal. Oh, warte.
Oh Gott, wie niedlich. Oh Gott. So. Hühner müssen wir wieder mal füttern. Dann machen wir einmal mit Küken spielen. Und dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann natürlich in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.